Das hier sind die weltweit meist angeschauten Minecraft-Animationen. Leute, super verrückt. Lasst jetzt nochmal schnell ein Like da, bevor der Baum fällt. Leute, schnell liken und abonnieren nicht vergessen. Denn das wird jetzt, denke ich mal, der Fall sein. Wir sehen, der baut hier einfach mal diesen Baum ab, okay. Ah ja, okay, der ist leider gestorben. Stell dich mal vor, das wird wirklich passieren, dass so ein Baum einfach runterfallen kann. Das wäre schon sehr, sehr krass. So, der gibt es hier eine IP ein, geht also auf den Server. Der hat die Schnauze voll und spielt jetzt auf dem Server. Okay, der Spieler heißt Steve und es kommt XX-Troller auf dem Server. Was stand da? Okay, XX-Troller ist am Start. Was ist der denn für ein Skin? Ein Gesicht? Ja, man kennt ihn, den Troller. Der baut hier Leuchttürme. So, wir sehen jetzt hier, der packt, der macht irgendeine super auffällige Falle. Oh nein, er klingelt da und es kommt BG Char 1. Sieht einfach aus wie Roblox. Und Roblox fällt einfach mal drauf ein. Oh mein Gott, er schreibt nur so Punkte in den Chat. So, bruh. Game Pro 2001, Spielprofi 2001 und Steve sind gemeinsam in der Mine. Wo ist meine Sachen? Schreibt ihr jetzt in den Chat? Achso, das ist dieser Roblox-Typ. Oh, Dream ist am Start. Oh mein Gott, und Dream klaut einfach mal die Diamanten und tötet ihn nochmal. Steve wird nochmal getötet. WTF. Lol, und da ist einfach mal Jeb als... Jeb unterstrich als Schaf, also ein Regenbogenschaf. Lol. Das arme Schaf. Oh nein. Das arme Schaf. Jetzt hat es keine Regenbogenwolle mehr. Da haben wir Alex und wir haben Builderman, also Bauer. Bauer. Einfach so ein Bauer am Start. Und der baut hier gefühlt so ein Schloss. So, jetzt haben wir hier Steve und der geht mal zu den Kühen. Okay. Also sehr, sehr verrückte Animation. GamePro schreibt schon im Chat Lag. Eieiei. Legit Gamer, also, ja. Glaubwürdiger Spieler und der macht einfach mal X-Ray an, weiß dementsprechend, wo die Diamanten sind, schaut sich hier nochmal um, dass ihn keiner sieht. Also bis jetzt sehr, sehr krasse Animation. So, jetzt haben wir hier viele Hühnchen und ein paar Küken spazieren auch hinterher und da ist einfach mal ein gebratenes Hühnchen gewesen am Ende. Notch und Steve, lol. Der Temple of Notch. Leute, ich schreibe jetzt mal in den Kommentaren, wer von euch kennt den Temple of Notch. Wenn ihr den Temple of Notch kennt, seid ihr auf jeden Fall krass. So. Kann jeder schlafen gehen? Schreibt jetzt dieser Roblox-Typ. Schreibt auch, dass er schläft. Lol, er sneakt. Er hat einfach mal so ein Dagobert Duck-Skin und sneakt einfach mal. Jetzt geh mal schlafen, bitte, schreibt er in den Chat. Und kurz bevor er quasi schlafen geht, oder ja, den Tag wechselt, geht er wieder aus dem Bett heraus. Notch schreibt so ein Fragezeichen in den Chat, geil. Was macht der da? Lol, jetzt springt er auf den. Lol, ich hasse dich, schreibt er. Mich? Warum hast du mich? Schreibt der Noob in den Chat. So, und der Noob baut einfach mal Obsidian mit einer Holzspitzhacke ab. Hä? Kollege, du... Wie soll das gehen? Der hat doch... Der baut einfach Diamanten und so mit einer Holzspitzhacke ab. Das ist illegal. So. Steve hat Dinnerbone entdeckt als Nametag und lass einfach mal das Schaf drehen. Lol, Alex haut einfach mal einen Panda kaputt und Steve baut sich nach unten. Ja, Leute, nee, du darfst dich nicht nach unten bauen. Niemals straight nach unten bauen. Oh Gott. Hä? Was war das denn? WTF. Game Pro 2011 wieder am Start. Baut ein, oh Gott, ein Nether-Portal. Ja. Hä? Was ist das denn? Das ist falsch! Und Steve geht jetzt hinterher, oder was? Ah ja, beide bauen so ein falsches, oder gehen in so ein falsches Nether-Portal. Und da haben wir das geile Lied. Oh, wie hieß das nochmal? Das ist so Neues, ne? Auf jeden Fall sehen wir, die Wither-Skelette sind am Tanzen. Und da ist auf einmal ein ganz normales Nether-Portal. Und Eis im Nether? Lol, Eis im Nether? Das geht doch gar nicht. Oh Gott. Steve wird einfach mal überfahren. Läuft bei dem.
Und, hä, warte mal, wurde Steve gerade nicht überfahren? Ah, lol, er packt Gold als Rüstung. Oh nein. Nein. Er wird abgeleckt, lol. Game Pro sieht einfach so lost aus, ne? Als hätte er keine Ahnung, wo der überhaupt ist. So, Game Pro. Wäsch dich nochmal die Zähne. Oh nein, er will schlafen gehen im Nether. Wäsch dich nochmal die Zähne, macht dich ready, Schlafanzug. Und jetzt ab in die Haie. Nein, 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 geh nicht rein. Geh nicht schlafen, nein. Da kann man ja gar nicht hingucken. Oh. Das ist eine tickende Zeitbombe. Das ist eine tickende Zeitbombe. Da wird gleich irgendwas passieren, Freunde. Das kann gar nicht gut gehen. Der kann nicht im Nether schlafen gehen. Da ist er. Da ist er. Game Pro 2001. Steht hier auf. Ah, streckt sich nochmal. Und. Hello, oh, wer ist das jetzt hier? Paso Kiviti? Hä, wer ist er denn? Was sagt er da? In sauna. Was erzählt er da? Oh, no. Pasu Kivitu. Wer zur Never Hölle soll Pasu like Kivitu sauna sein? Lassen wir mal unkommentiert. Steve geht zu seinem Hundi. Oh, ein süßer Hundi. Packt jetzt einen Goldbarren auf den Kopf. Oh nein, dieser Troller-Typ kommt wieder mit dem Dagobert-Skin. Oh, der guckt schon so creepy aus dem Fenster. Und er lacht die ganze Zeit nur, was? Oh, lol. Und da ist jetzt ein Papagei und der fängt jetzt hier einfach mal an, ein Tänzchen zu machen. Alec Fullerton. Okay, was zur Hölle? Ist das nicht das Lied von irgendeinem ersten Minecraft-Song oder so, der auf YouTube bekannt war? Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Eric Fullerton. Policeman? Also das ist der Song. Oh, okay, jetzt wird er hier verkloppt, der Arme. Der Arme. Also wenn ihr diesen Song irgendwie erkannt habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich hab keine Ahnung. Oh ne, GamePro schon wieder am Bedrock abbauen, oder was? Hä? Was? Er baut einfach mal Bedrock ab, was? GamePro ist aus der Welt gefallen. Oh, und Steve findet jetzt hier so ein Hexenhaus mit einer Hexe, okay. Und wir sehen, er wird vergiftet. Eieieiei, aber das war ja auch zu erwarten, ne? Es war ja auch zu erwarten. So, hier haben wir eine Kuh. Oh, und die Kuh. Oh, Steve findet die Kuh. Ach, er saugt die Kuh leer wegen also Milch als Gegenmittel, ne? Oh mein Gott. Das kam unerwartet. Oh, Dream ist wie immer noch hier am Zocken. Haut die Kiste auf. Und haut die Katze weg, vor allem. Oh, und Eisengolem ist am Start. Und der versucht jetzt hier irgendwie Kontakt aufzubauen mit einer Biene. Ja, auf jeden Fall sehr krass. Oh, ein Slimy in der Mine, okay. Oh. Was macht Steve denn? Lol. Okay, Steve wird quasi vom Slime weggepusht und geht jetzt in den End. Und da ist Dream schon am Geist töten. Oh nein, Steve! Oh nein, 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 nein. Steve, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh Gott. Was geht jetzt hier ab? BG Char. Okay, der wurde vom Enderman getötet. Und was wird jetzt passieren mit dem Enderman? Ender Dragon. Oh, er fliegt gegen den Turm und das war's. Er fliegt gegen den Turm. Ey, was ein random Ende. Also so ein random Ende habe ich jetzt hier nicht erwartet. Genauso wie das hier. Einfach mal durch die Tür, so ein Steve, lol. Okay, und Steve ist jetzt wieder in der normalen Welt. Alles wirkt idyllisch. Troller macht wieder die üblichen Trolls. Und Policeman will ihn jetzt verhaften, oder was? Oder? Okay. Oh, Steve haut ab, er hat keinen Bock mehr. Wurde vom OP gekickt, oh mein also. Gott. Hier geht's einfach mal weiter mit dem ultimativen Golem. Zumindest heißt so dieses Video. Da bin ich echt mal gespannt.
Alter, was ist denn das für ein gigantischer Eisengolem, oder? Alter, wie groß der ist, ne? Boah, das ist einfach ein Haus. Alter, was? Krass. Wie voll die traurige Musik. Junge, ein Haus hat der? Der hat Fensterscheiben, einen Schornstein. Oh mein Gott, und da leben einfach welche drin. Krass. Das ist krass. Wir sehen hier... Ah, das sind zwei getrennte Räume. Der eine haut jetzt die Mucke komplett laut an. Oh mein Gott. Der macht Breakdance im anderen Raum, boxt gegen die Wand. Haut das Bildchen runter. Oh mein Gott. Alter, und er versucht jetzt irgendwie wieder das gleiche Foto herauszubekommen. Oh mein Gott, macht jetzt weiter? Nein, sagt bitte nicht, er macht weiter. Ah, lol. Ach, jetzt macht er das... Ah, okay. Hat jetzt hier das gleiche Foto. Ah, jetzt kann er endlich schlafen gehen, ne? So, schön Buch lesen. Und schon wieder Terror. Haut jetzt hier wieder gegen die Wand. Haut wieder das Foto runter. Boah, der ist auf 180. Oh, macht jetzt die Tür auf. Oh mein Gott. Der beschwert sich wohl, dass das Foto runtergehauen wird. Und der andere beschwert sich, dass der laute Musik macht. Oh lol, okay, und haut die Tür einfach zu. Geht in seinen Raum. Also wir halten fest, das ist ein Villager, wo wirklich Leute drin leben. Ob es jetzt zwei sind oder mehrere, keine Ahnung. Und der, oh Gott, der baut sich jetzt einfach durch, lol. Oh, er haut ihm einfach Wasser in seinen Raum rein, oh mein Gott. Er macht einfach mal den Assi. Er macht einfach mal den Assi. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr crazy Story bislang. Ja, geht jetzt, der wird sich bestimmt rächen. Die werden dich jetzt immer weiter hochstapeln. Oh mein Gott, der rastet komplett aus. Na, no, die Spitzhacke ist kaputt gegangen. So, jetzt geht er wieder in sein Zimmer. Was macht er jetzt? Holt sich, okay, ein Crafting Table. Holt sich eine Dia-Spitzhacke. Währenddessen, wir sehen der Giga-Eisengolem. Oh, lol. Verrutscht jetzt hier ein bisschen? Hä? Hä? Leute, was zur Hölle geht da ab? Was geht da ab? Oh, der macht jetzt hier... Was? Der baut jetzt die Bücherregale ab. Der baut jetzt hier auch die Wand kaputt. Wirft ihn mit Schnee... Nee, mit Hühnern ab. Oh mein Gott, die trollen sich immer weiter. Alter, was? Wirft jetzt eine Hacke hinterher. Oh mein Gott, Alter, die stapeln sich immer weiter. Das geht... Let's go, Leute. Das ist richtig krass. Jetzt fliegen da sogar schon die Hühner raus aus diesem gigantischen Eisengolem. Ey, das ist echt krass. Das Go... Diese Eisen... LOL! Wir sehen... Ach, es ist so kalt draußen, dass die sofort... Dass die sofort einfrieren. Oh, lol. Oder? Und der... Hä? Okay. Dieser Eisengolem scheint sich jetzt auf jeden Fall auszuruhen. Was macht der jetzt? Der eine holt sich Fackel und sowas, der andere... Hä? Was machen die jetzt? Auf einmal sind die beste Freunde? LOL! Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Die können wohl irgendwie in diesen Eisengolem runtergehen. Besorgen sich jetzt irgendwelches Equipment? Hä, kann man sich das wie so eine Art Montagearbeiter vorstellen, die quasi immer unterwegs sind und dann an irgendwelchen Stellen arbeiten gehen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber ich check nicht, warum die auf einmal Best Friends sind. Gerade die ganze Zeit noch hier gestritten, sich Eier in die Fresse geworfen, doof gesagt. Und dann auf einmal jetzt beste Freunde in der Mine. Ah, der braucht eine Redstone-Fackel, sagt der. Okay. So, Minecart. Schubst ihn an. Ah, okay, nochmal kurz hier optimieren, ne? Ja, wichtig. Hä? Also ganz... Ah, reicht hier nicht aus, ne? Komm, nochmal einen Schubser geben, ja. Oh, das Minecart ist einfach runtergeflogen. Lol, okay. Hä? Oh nein, und ihm rollt das Minecart weg. Oh nein. Wir sehen, ein Zombie hat das Minecart in der Hand. Aber bislang sehr, sehr krasse Animation, ne? Na, Gott sei Dank, da ist das Minecart wieder. Ah, aber eine Leiter fehlt. So, jetzt macht er sich... Ah, okay, er macht sich noch eine Leiter. Okay, easy. So. Und jetzt sind die Kohle am Abbauen.
Meine Spitzhacken sind kaputt. Ein Enderman ist in Minecraft. Lol. Was machen die jetzt? Neu. Ah, nee, eine Hacke, eine Spitzhacke. Die dürfen den Enderman ja nicht anschauen, ne? Sonst Ende. Wir müssen hier aufpassen. Okay. Anscheinend sind die irgendwie nur damit beschäftigt, Kohle abzubauen. Oh, jetzt ist hier ein Skelett gespawnt. Oh, warum nehmen die nicht einfach den Crafting Table mit? Das macht doch gar keinen Sinn. Anstatt, dass die einfach den Crafting Table mitnehmen und immer parat haben. So. Okay, der eine, warum droppen die jetzt die Diamanten? LOL, hä? Ist das Skelett und Enderman knutschen rum, lol? Sehr, sehr crazy. Was? Der fällt einfach aus dem Minecart raus. Haut das Minecart irgendwie weg? Oh nein, knallt dagegen. Oh. Rennt durch Lava, was? Das Skelett ist einfach mal schwanger geworden währenddessen, lol. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was diese zwei Gänge da auf sich haben, ob da irgendwas hinter ist, Freunde. Keine Ahnung. Und, okay. Hä, und da ist Enderman Junior entstanden. Oh mein Gott, okay. Es ist so crazy, es ist so crazy. Okay, jetzt hauen die kompletten Öfen da voll. Und, oh, ach, das ist quasi der Antrieb vom Eisengolem, oder was? Wenn alle Öfen laufen. Ah! Wenn ich es richtig verstanden habe. Also mit Kohle befüllen die quasi die Öfen und diese Öfen beheizen dann quasi den Eisengolem. Krass, okay. Ah, was eine krasse Story irgendwie, oder? Schon irgendwie krass. Oh nein, und es geht schon wieder weiter mit der Musik. Oh mein Gott. Ey, geil, 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 Leute. Ah, guck mal, krass, jetzt kommt Steve, irgendwie so ganz random, haut jetzt die eingefrorenen Leute mit einer Diamantspitzhacke kaputt, beziehungsweise auf und... Was? Er wird einfach mal zu Ende... Was war das denn? Und hier geht es auch schon los mit dem kleinen Schweinchen, unsere erste Geschichte. Es sieht alles so harmlos aus, alles sieht so super aus und wir sehen... Das kleine Schweinchen läuft durch die Gegend, sieht ein paar süße Kühe. Und ich würde sagen, ich gebe dem Schweinchen einfach mal einen Namen. Edgar. Edgar für das Schweinchen. Das ist ein Name. Und, oh mein Gott, was ist denn da? Edgar hat anscheinend ein Mädel gefunden und gibt ihr einfach mal eine Rose. Oh, wie süß. Und Edgar und Edgarin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, sind auf jeden Fall sehr glücklich. Die wälzen sich in Schlamm. Schauen Wolken an, wälzen sich noch mehr in Schlamm. Ah, oh, und sogar da haben sie schon Wolken von einem Babyschweinchen. Und wir sehen, der Eisengolem spielt einfach mal mit der Gitarre etwas vor. Na, wenn das nicht süß ist. Leute, wenn ihr der Meinung seid, dass das süß ist, dann lasst definitiv nochmal jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Sonst habt ihr nämlich kein Herz. So. Und wir sehen, sie sind einfach mal auf einer Kreuzfahrt und da ist Steve. Okay, was macht denn Steve jetzt? Okay, er stört die zwei. So, Weizen. Er hat Weizen, eine Karotte. Oh! Bei der Karotte können sie nicht anders als zu folgen, ne? Ist ja klar. Okay, und sie werden einfach mal vom Schiff entführt. Okay. Und beide sind wie geflasht von der Karotte. Das sieht ja mal so lustig aus. Das kennt man ja von Minecraft. Und das... Ja, Edgar und Edgarin wird einfach mal zum Haus gelockt. Okay. Und jetzt... Oh nein! Zäune! Ah, sie wurden beide nur getrappt. Eine Falle wurde gestellt. Und was ist denn der Plan? Die Sonne geht unter. Und beide stehen anscheinend auf. Oh je. Und Steve rennt davon. Was hat Steve vor? Edgar schaut schon gar nicht gut. Und Edgarin? Oh nein. Oh nein, was passiert jetzt dort? Ein obdachlosen Schweinchen kommt dazu oder ein ungepflegtes Schweinchen kommt dazu? Und sie werden verkuppelt! Oh mein Gott, und Edgar muss zuschauen! Oh nein! Edgar! Der arme Edgar! Was hat Steve getan? Oh nein. Oh nein! Dieses gemeine Schweinchen! Oh nein, die Story fängt ja jetzt schon so schlimm an. Und das
Und unser Schwein Edgar wird jetzt einfach mal weggeführt von einer Leine. Ey, was hat Steve vor? Lass ihn doch in Ruhe. Du kannst doch nicht einfach unseren Steve kann nicht einfach unseren Edgar wegnehmen. Nein. Was ist da der Fansch? Nein, 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 nein. Was ein Monster. Lass Edgar in Ruhe. Nein, Edgar. Edgar, was ist denn hier passiert? Steve ist ein Monster. Wie konnte er das Edgar antun? Freunde, oh Gott. Oh Gott, Edgar fängt an zu weinen und rennt weg. Das war alles nur ein Traum. Das war alles nur ein Traum. Das hat er sich alles nur vorgestellt. Oh Gott. Edgar hat zu viel Angst, dass es ihm genauso ergeht wie in seinem Tagestraum. Oh nein. Und er ist geflüchtet über alle Berge. Und Edgar ist alleine. Irgendwo in der Natur. Wie soll Edgar denn überleben? Freunde, das ist nicht lustig. Edgar tut mir auf jeden Fall richtig leid. Und da sehen wir schon eine Fledermaus, die herauskommt. Oh, und ganz, ganz viele Fledermäuse kommen noch hinterher. Boah, das ist keine einfache Zeit für Edgar. Edgar muss auf jeden Fall stark bleiben. Oh ja. Wir sehen, Edgar ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig, weil er einfach mal von Edgarin getrennt wurde. Und da sehen wir Steve. Steve, das Monster. Warum hat er es getan? Edgar war doch noch so jung. Und jetzt ist er irgendwo in der Natur. Getrennt von seiner Freundin Edgarin. Oh Gott. Er guckt da ein bisschen komisch. Oh. Und das... Und Edgar ist einfach mal als Bat-Schwein dazu zurückgekommen. Und hat ihn einfach mal gezeigt, wo es entlang geht. Oh mein Gott. Steve wird in eine Mülltonne gezogen. Und hat einfach mal die Zäune kaputt gebrochen. Was eine Story. Aber richtig cool. Ich finde auf jeden Fall, Edgar hat richtig gehandelt. Okay, irgendwo im Nether soll es auf jeden Fall weitergehen, Freunde. Gerade das hat mich auf jeden Fall schon traurig gemacht. Aber es wird anscheinend noch schlimmer. Wir werden es sehen, Freunde. Wir sind im Nether unterwegs und Steve geht durch das Nether-Portal, aber ja, bekommt ein paar Einblicke, die wahrscheinlich nicht so gedacht sind. Wir sehen, die Monster bräunen sich einfach mal und oh mein Gott, irgendwo... Ah, er wird einfach von einer Kuh runtergeschubst. Wie kann die Kuh das Steve antun? Und er landet auf einem Ghast. Oh Gott, und der Ghast dreht voll durch. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der fliegt jetzt hier durch und ist in der Oberwelt unterwegs. Schießt ein Schwein ab. Schießt Hühnchen ab. Es kommt McDonald's raus. Was? Und es kommt... Was? Also dieses Gas ist auf jeden Fall komplett außer Kontrolle geraten. Und... Oh nein, was hat er jetzt abbekommen? Da kommt die Sonne, baut den Mond ab und jetzt ist wieder Tag. Okay, Zombie stirbt. Was? Also sehr, sehr verrückt, was da abgeht. Und wir sehen ein Portal. Er... Also irgendwas ist hier ganz, ganz faul. Und jetzt versucht er, das Nether-Portal anzuzünden. Okay, mit zwei Sticks. Macht ein Feuer neben dem Portal. Nein! Und entzündet den ganzen Wald an und die Häuser auch noch. Oh nein, oh nein. Jetzt aber schnell rein da. Ganz, ganz schnell rein da. Weil wenn das die ganzen... Er wirft sich selbst mit dem Stick ab und dann war aber das Nether-Portal an und er wird angegriffen von einem Skelett. Hä? Oh nein, er wird immer wieder angegriffen von einem Zombie, ist das, oder? Oh, er geht in den Game Mode Creative, weil er schon so oft gestorben ist, Freunde. Okay, jetzt macht er ernst und er gibt sich, was gibt er sich, einen Eimer mit Fischen? So oft? Oh Gott. Okay. Er hat den Zombie das wohl jetzt heimgezahlt und mit Fischen voll gefüllt. Okay, und das hier ist jetzt der Nether. Soul Sand Nether Fortress. Also eine Höllenfestung. Und er hat einen Wither angefasst. Du kannst doch nicht einfach einen Wither anfassen. Was macht er jetzt, ey? Er schnappt sich einen Husk und tötet einfach mal alle Wither-Skelette damit. Oh nein, 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 nein. Er hat einen Wither-Storm beschwört.
Oh nein, was macht er denn da? Ist er verrückt geworden? Hellfreezer? Hä? Ach, er macht durch Lederrüstung, er nimmt einfach das Leder... Ah nee, er hat sich so einen Sattel gemacht, ne? Ah, auch nicht schlecht. So, und jetzt sabbert er auf das Monster drauf und wir sehen, es stirbt einfach, okay, weil Wasser. Okay, er bekommt jetzt hier Goldrüstung. Oh nein, 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 nein. Das kann er doch nicht im Nether machen, dass er da Goldrüstung mit am Start hat. Jetzt hat er auf jeden Fall einige Probleme an der Backe und oh mein Gott, Freunde, oh mein Gott. Anscheinend, oh, fliegt er jetzt in Lava rein. Wie sieht er denn aus? Einfach. Hä? Und er wird gerettet? Von wem das denn? Von Alex! Oh Gott! Da haben sich zwei gefunden, Steve und Alex. Oh, und Alex wird einfach mal von einem Magma Cube getötet. Nein! Ja, da kann man nur anfangen zu weinen, Freunde. Oh nein, oh nein. Wir sehen, oh Gott. Steve wird einfach mal irgendwo über den Nether geschleudert. Okay. Was? Jetzt ist Steve gestorben. Also die Story hier ist ganz kurios. Wird anscheinend gefunden von einem Panda. Ist das ein Panda? Er ist gestrandet wieder am Meer von Minecraft. Aber wie geht's weiter? Ein Panda findet ihn. Wird dieser Panda ihm helfen? Ach krass, er baut einfach mal ein Dschungeldorf auf, oder was? Mit dem Panda? Werden jetzt der Panda und Steve beste Freunde? Da bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt. Was macht er jetzt? Er macht die Shader aus. Oh, nee, mach Shader an. Mach wieder Shader an. Das war ja richtig Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, er wurde auf jeden Fall von Pillagern einfach mal angegriffen. Oh Gott, und was macht er jetzt? Er baut sie zu? Oh, und er macht den Pillager-Outpost einfach mal kaputt. Mit einem Stein. Und er fliegt in eine Mine rein. Oh Gott, wohin fällt er denn rein? Er spuckt in einen Eimer und macht einen Water-MLG und fliegt daneben. Er fliegt daneben. Warum? Es war doch so, es gab nur eine Mission. Ah, Silberfische. Aua, 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 aua. Nee, 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 nee. Das sieht auf jeden Fall ganz und gar nicht gut aus. Und ein Enderman ist hinter ihm. Oh Gott, er nimmt die Augen vom Enderman und packt sie einfach mal in ein Endportal rein. WTF. Was passiert da, Freunde? Oh nein. Oh Gott, und ein Enderman ist... Oh, die werden jetzt hier alle nacheinander angegriffen. Und er sieht den Enderdrachen zum ersten Mal. Oh Gott, Freunde, das sieht echt brutal aus. Oh... Und er wird mit einem Bett abgeworfen, auch nicht schlecht. Und er... Oh nein, und einer nach dem anderen, dieser Türme, wird kaputt gemacht. Er hat den Enderdrachen besiegt und er guckt so süß. Mit seinen funkelnden Augen, nein. Er darf ihn nicht töten. Oh nein, das ist voll traurig. Bitte nicht töten. Oh, und er hat ihn schon gebraten. Er macht einfach ein Enderdrachen-Ei. Oh nein, das war's mit dem Enderdrachen, Freunde. Ist irgendwie voll traurig, aber okay, das war's. Der Enderdrache wollte ihn auch töten, ne, von dem her. Das Ganze beginnt hier schon, die sind am Angeln. Und, also... Ja, Zombie und Skelett sind am Angeln. Die angeln wohl irgendwas Heftiges, sieht so aus. Ich glaube, die angeln gerade den Like, Leute, ne? Alle mal einen fetten Like da lassen, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Leute, würde mich sehr freuen. Und die haben eine Schatzkarte gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh ja, da riechen die schon, die Moneten, ne? Ja, ja, die freuen sich gerade. Nicht ohne Grund. Oh, das Skelett kommt auch noch dazu. Okay, der fliegt einfach rüber, alles klar. Und der riecht auch das Geld und fällt um. Alles klar. Alles klar. So, der warum auch immer der fliegt, das soll angeblich der Ort des Geschehens sein. Da soll der Schatz drin sein und die müssen doch wohl geradeaus gehen. Und da ist ein Push-Knopf. Okay, dann drücken wir auf den Knopf. Lol. Okay, ein Nether-Portal.
Und die gehen jetzt alle durch dieses Nether-Portal durch. Und da sind sie einfach mal als Baby-Monster herausgekommen. Und die lachen sich alle gegenseitig kaputt. Alles klar. Und der, das Wither-Skelett ist auch einfach ein Baby. Alles sind einfach mal Baby. Das sind alles Babys, kann man sagen, ne? Und ich kann nicht mehr fliegen. Oh ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? So, Baby-Zombie, Baby-Skelett. Und Baby-Wither-Skelett. Ja, sieht doch aus, sieht doch klasse aus, würde ich sagen, ne? So, da haben wir auf jeden Fall ein Boot am Start, ne? Und was machen die jetzt? Die suchen wahrscheinlich immer noch nach wie vor nach dem Schatz. Ob als Baby oder als Erwachsener, das ist denen komplett egal. So, jetzt fahren die irgendwo herum auf See. Das sieht so komisch aus. Einfach eine Baby-Monster-Animation. Okay. Oh, da kommt ein Hai! Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Ein Hai? Ein Hai in einem See? Okay, also der Hai greift es wahrscheinlich an. Und die versuchen jetzt irgendwie abzuhauen. Oh, ganz knappe Angelegenheit hier. Weichen aber aus. Und der Hai dreht um. Ist auf jeden Fall ein krasser Kampf, wie der hier abgehen soll. Der Hai kommt einfach immer wieder und die weichen immer wieder aus. Au, oh, da geht's aber nicht mehr weiter. Da geht's nicht mehr weiter. Ja, Jungs, jetzt müsst ihr euch einen neuen Plan ausdenken, ne? Also das ist ja... Oh, der Hai droppt die einfach mal runter und die fliegen, ja, ganz weit runter den Wasserfall. Und die sind anscheinend hier irgendwo auf dem Sand jetzt. Ja. Hä? Warum? Warum tritt der denn einfach gegen Baum? Check ich nicht. Okay, und der fällt sich einfach wie ein ganz normaler Zombie. Also... Dieses Baby-Zombie. Arme ausgestreckt nach vorne. Und die suchen jetzt, glaube ich, immer noch den Schatz, ne? Okay. Ich muss sagen, ich verstehe diese Animation. Nicht von der Logik, aber gut. Die sind ja generell immer sehr sinnlos, muss man dazu sagen. So, und jetzt... Jetzt haben wir einfach mal Baby-Eisengolem und... ein anderes... Ja, der Eisengolem hat einfach seinen Kollegen abgeschlachtet, kann man sagen. So, und jetzt, was machen die jetzt hier? Wollen die sich, die wollen sich doch nicht ernsthaft betteln. Der hat eine Banane? Eine Banane als Waffe? Ist der ernst? Okay, dann let's go. Kann ja ein lustiger Kampf werden. Au. Hä? Auf einmal kontrollieren sie den Kampf. Das soll das hier Tekken werden oder was? Okay. Einfach Roblox Sounds als Schaden. Oh, aber ganz knappe Angelegenheit. Ich glaube, Zombie gewinnt. Oh, jetzt macht er sich so ein Dreher. Oh ja, Zombie hat gewonnen. Läuft bei ihm, Zombie win. Eisengolem hat verloren. Der Baby-Eisengolem. Ja, der haut ab. Der haut ab. So, und die suchen immer noch nach dem Schatz, Leute. Immer noch suchen sie nach dem Schatz. Warum? Warum? Einfach warum? Das muss man nicht verstehen. Oh, sie haben, glaube ich, den Schatz gefunden. Sie haben auf jeden Fall ein fettes Schiff gefunden. Da oben sind noch andere Monster am Start. Okay. Wer ist denn da oben drauf? Ich glaube, ein Gast habe ich gerade gesehen. Das ist so sinnlos, so sinnlos. Baby Creeper, Baby Slime. Die haben aber so einen durchgestrichenen Piratenhut auf. Baby Creeper geht einfach in die Luft und Wither Skelett ist einfach mal kaputt gegangen. Oh, jetzt machen die hier anscheinend ernst. Und, sind aber, ja, in die Ecke getrieben worden. Also, ich check diese Animation nicht von der Logik her. Aber ich glaube, die haben auch keine Logik. Und jetzt tritt er die einfach... Ich wollte gerade sagen, der tritt die einfach weg. Und es ist wirklich so passiert. Es ist einfach wirklich so passiert. So, ja, und du auch. Okay, dann halt so, ne? Dann haben sie wohl auch ihre Gegner beseitigt. Und da soll angeblich der Schatz sein. Aber Baby Pikmin bewacht wohl den Schatz. Baby Ghast und Baby Enderman sind auch alle am Start. Oh mein Gott. Also wir sehen, ganz viele Baby Monster sind hier einfach mal am Start. Oh, jetzt Baby... Jetzt betteln die sich gegenseitig. Die holen wieder ihre Bananen raus.
Ich sag da mal nichts zu. Und Baby Ghast schießt jetzt hier los, oder was? Mit diesen Feuerkugeln. Oh, lol. Dachte ich. Und Baby Zombie kämpft immer noch gegen Baby Pikmin. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Oh, 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 oh. Alter, der haut ihn voll kaputt. Wirf die Banane! Ja. Yo, wahrscheinlich. Er rutscht auf der Banane aus, fliegt ins Wasser rein und wird von einem Hai gegessen. Ganz klar, ganz, ganz klar. Und der Schatz wurde gefunden. Der findet einfach Schnuller. Einfach Schnuller in der Kiste. Das soll der Schatz gewesen sein? Nee. Ja, da kann man sich zu Recht aufregen, ne? Wenn das der Schatz gewesen sein soll. Und jetzt sind hier sogar noch alle Babys in der Schule. Alle Babys in der Schule. Die haben sogar keinen Lehrer. Sag nicht Baby Hero Brian. Nein, Hero Brian ist sogar noch Lehrer geblieben. Krass. Und er fällt einfach um. Er fällt einfach um, weil da Wasser auf dem Boden war. Aber wir sehen auf jeden Fall alles hier voll mit Baby Monster, Baby Mobs. Alles klar. Ja. Der rutscht einfach über den Boden. Alles klar. Was auch immer das hier werden soll. Guten Morgen, sagt er. Und da kommt jetzt jemand rein. Es ist der Herr Zombie mit seinem Zombie-Baby. Und er rutscht einfach mal fast aus. Ach, weil er auf dem Boden... Ach, jetzt check ich es erst. Dieser Noob hat auf dem Boden gepinkelt. Oh mein Gott. Er droppt ihn einfach weg. Alles klar. Und er rutscht über den Boden wieder raus. Leute, diese Animationen sind super, super sinnlos. Ja. Und was werden die heute spielen? Die werden heute spielen Temple Run. Alter, okay. Und die ganzen Kids rasten auf jeden Fall aus. So, dann fangen sie mal an, würde ich sagen, ne? Okay, die werden alle wegteleportiert anscheinend. Und jetzt geht's los hier mit Temple Run, Leute. Temple Run, wann hat man das gespielt? Vor 5 Jahren, 6 Jahren? Bin ich mal gespannt, wie die sich hier bei Temple Run einfach mal schlagen. So, die kommen ja alle aus dem Boden raus. Hier haben wir sie, alle Baby-Monster am Start. Sieht schon irgendwie lustig aus, ne? Auch dieser Baby-Enderman. Okay, so müsst ihr spielen. Und jetzt zeigt er was vor, oder was? Wird von Baldi's Basic gejagt. Alles klar, er wird gejagt und einmal springen. Nee, sliden, runtersliden. Okay, so muss man spielen. Okay, 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 ich verstehe. Ja, und da hat er verloren. Sorry. Was? Ey, was macht dieser Noob schon wieder da? Okay, jetzt ist der Noob einfach dran. Was macht der Noob? Jetzt bin ich gespannt, was der Noob macht, Leute. Was macht der Noob? Der Noob wird, wie gesagt, gejagt. Von Baldi's Basic. Rutscht jetzt hier runter auf die Slime-Blöcke. Macht eine Drehung. Also, ich sag mal so, er ist auf jeden Fall schon mal besser als Hero Brian, also der Lehrer. Sieht zwar super komisch aus, wie der wegrennt und so. Aber er schlägt sich auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Okay, macht nochmal eine fette Drehung. Ja. Und vor der Finishlinie wird er von Hero Brian weggeschlagen. Er ist ja unfassbar, Leute. Es ist unfassbar. Oh mein Gott. Und wer ist jetzt dran? Das erste Monster ist einfach mal unser Herr Ghast. Also das Ghast-Baby rennt jetzt weg vor Baldi's Basic. 4 plus 1 als Frage. Und das war's. Das hat schon für ihn gereicht, Leute. Oh mein Gott. Ja, ist auf jeden Fall 5. 4 plus 1, ne? Jetzt ist der nächste. Das Skelett ist der nächste. Baby-Skelett ist an der Reihe. Rennt jetzt hier weg. Was wird er reißen, Leute? Was wird er reißen? Wird er überhaupt was reißen? Er rennt jetzt hier gerade hoch. Und jetzt die Rutsche hier herunter. Slidet runter auf die Slime-Blöcke. Schafft den Weg hoch. Aber was wird jetzt hier passieren? Macht auch die ganzen Sprünge souverän wie eine 1. Aber kann er das auch bis zum... Er hat seinen Kopf... Nee, das reicht mir hier. Das reicht mir hier. Er haut einfach seinen Kopf weg, Leute. Ich würde sagen, wenn ihr mehr sehen möchtet von Baby-Animationen, lasst wie man fett ein Like da, lasst ein Abo da. Leute, haut rein. Ciao.